Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. In meinem letzten Video habe ich euch ja auf meine Erdbeer-Playlist hingewiesen, die mittlerweile so gut gefüllt ist, dass ihr eigentlich gut durch die Erdbeersaison kommen solltet. Aber ich habe doch noch ein Rezept gefunden, welches ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Die Erdbeertorte besteht aus einem Biskuit, welche gefüllt ist mit Erdbeeren und einer Sahnecreme und dann kommen noch Erdbeeren und Sahne oben drauf. Die Torte ist eigentlich ganz einfach zuzubereiten. Ja, da kann man gar nichts falsch machen. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an, bevor mir noch jemand die Erdbeeren wegnascht. Ihr abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke und ich verrate euch die Zutaten für den Biskuit. Wir nehmen 3 Eier, die habe ich schon einmal getrennt, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Mehl, 40 Gramm Speisestärke, 6 Gramm Backpulver, 4 Gramm Vanillezucker und 3 Esslöffel kaltes Wasser. Ihr wisst ja, zuerst schlagen wir das Eiweiß mit dem kalten Wasser auf. Dann lassen wir den Zucker und den Vanillezucker reinrieseln und schlagen so lange weiter, bis die Masse glänzt. Danach geben wir die Eigelb einzeln dazu. Als nächstes sieben wir Mehl, Backpulver und Speisestärke in die Schüssel. Zum Schluss heben wir alles mit einem Schneebesen unter. Den fertigen Teig füllen wir auch gleich in unsere 26er Springform, die ich schon mit einem Backpapier ausgelegt habe. Den Boden backen wir etwa 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Tortenboden ist fertig gebacken und abgekühlt. Er ist diesmal wirklich super geworden. Die Oberfläche ist richtig schön gerade, sodass ich ihn gar nicht umdrehen muss. Als nächstes wird der Boden einmal waagerecht in der Mitte geteilt und dafür nehme ich meine Tortenschneider zu Hilfe. Ich lege auch gleich den Tortenring drum und dann machen wir mit meiner Lieblingsquarkcreme weiter. Dafür brauchen wir 300 Gramm Sahne, 500 Gramm Magerquark, 400 Gramm Schmand, 100 Gramm Zucker und 60 Gramm Sofortgelatine. Zuerst schlagen wir die Sahne mit etwas Gelatine auf. Dann verrühren wir den Quark und den Schmand mit der restlichen Sofortgelatine. Nun geben wir noch den Zucker dazu. Dann heben wir die Sahne unter. Die Creme ist fertig und davon verstreichen wir auch gleich ein wenig auf unserem Tortenboden. Gerade so viel, dass der Boden bedeckt ist. Als nächstes sind die Erdbeeren dran. Da entfernen wir einfach nur die Blätter und stellen sie dann am Rand entlang. Aber nicht ganz am Rand, wir lassen so etwa 1 bis 2 cm frei. Und jetzt füllen wir die restliche Creme ein. Nachdem wir die Creme glatt gestrichen haben, legen wir den zweiten Boden oben drauf. Die Torte kommt jetzt erst einmal für eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Creme schon einmal fest wird. Weiter geht's mit der Dekoration. Ich habe in der Zwischenzeit schon einmal 2 Gramm Sahne mit 2 Löffeln Salat aufgeschlagen. Den größten Teil habe ich in einen Spritzbeutel gefüllt und einen kleinen Teil habe ich hier noch und den werde ich jetzt auf den Boden verstreichen. Und auch hier lasse ich wieder einen 1 bis 2 cm breiten Rand. Statt der Sahnetopfs machen wir heute einfach mal einen Sahnering.
In die Mitte kommen jetzt Erdbeeren und je nach Größe werden sie halbiert oder geviertelt. Diese lasse ich ganz. Und nun rühren wir noch schnell den Tortenguss an. Für unseren Tortenguss brauchen wir 200 ml Wasser, 20 Gramm Zucker und ein Päckchen roten Tortenguss. Zucker und Tortenguss werden miteinander verrührt, mit dem Wasser aufgegossen und dann kurz aufgekocht. Jetzt stellen wir die Torte noch einmal für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. So meine Lieben, die Torte ist fertig und wartet nur noch darauf, angeschnitten zu werden. So sieht die Erdbeertorte von innen aus. Die Spitze ist leider im Kuchen geblieben, aber wir haben hier einen richtig schönen lockeren Biskuitteig, eine leckere Quarkcreme und Erdbeeren. Wenn ihr diese Erdbeertorte zu eurer Sammlung hinzufügen möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!